Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute schauen wir uns das PvP-Mount aus der 4. Season an. Und ja, darauf sitze ich gerade schon. Das ist einmal die boshafte Traumkralle. Die gibt es in zwei verschiedenen Farbvarianten. Einmal für die Allianz, hier in ja, Gold und Blau gehalten. Und dann haben wir dasselbe auch noch auf der Hordenseite. Und naja, wer hätte es gedacht, auf der Hordenseite ist das Ding halt in Silber und Rot, wie quasi das Horden-Symbol. Genau, das sind die zwei Varianten. Wo kriegt man das jetzt her? Naja, ihr müsst hier gewertetes PvP spielen und da ist es relativ egal, was ihr macht. Ihr könnt quasi gemischtes Einzel spielen, ihr könnt 2 gegen 2 spielen, 3 gegen 3 oder auch RBG. Und dort ist es so, dass ihr hier unten ein kleines Symbolchen habt. Und bei diesem Symbolchen habt ihr einen Balken. Und diesen Balken müsst ihr auffüllen. Und ihr füllt den Balken quasi damit auf, dass ihr Games in den 4 verschiedenen Brackets gewinnt. Ihr könnt es auch quasi in einem Bracket machen oder in verschiedenen, das ist egal. Ihr müsst aber Spiele gewinnen, indem ihr quasi selbst ein Rating von 1000 oder mehr habt und dann quasi gewinnt. Und da haben wir jetzt auch unten eine kleine Aufzählung. Ihr kriegt quasi 10 Punkte oder 0,42% im 2 gegen 2, wenn ihr gewinnt. Dann im 3 gegen 3 ist es 1,25, im Solo-Shuffle ist es 2,08 und im RBG, also im ja, Rated Schlachtfelder, also das ist hier 10 gegen 10, sind es 2,5%. 100% braucht ihr, um das Ding aufzufüllen, sollte denk ich mal klar sein und dann kriegt ihr euer Mount. Das müsst ihr nicht mit einem Charakter machen, das könnt ihr mit verschiedenen machen, so war es bei mir auch. Ich habe noch das ein oder andere Elite-Set gefarmt und habe das dann so nebenbei mit dem ein oder anderen Char quasi fertig gekriegt. Ja, mehr ist es quasi nicht. Sobald ihr einmal den Balken aufgefüllt habt, könnt ihr den Balken noch ein paar Mal öfter auffüllen, um euch diese Sättel zu holen. Schrecklicher Sattel. Und mit den schrecklichen Sätteln könnt ihr euch quasi die alten PvP-Mounts holen. Ne? Also dann kriegt ihr so einen Sattel ins Inventar. Und wir können jetzt hier mal kurz gucken, wenn wir jetzt hier einmal boshaft eingeben. Boshaft. Dann seht ihr, haben wir hier alle möglichen PvP-Mounts und die von den alten Expansions könnt ihr euch jeweils mit einem so einen Sattel holen. Quasi wenn ihr in der jeweiligen Season nicht unterwegs wart, könnt ihr euch dementsprechend die im Nachhinein noch holen. Müsst aber immer warten, bis die aktuelle Expansion zu Ende ist und könnt euch erst dann diese ganzen Mounts holen. Heißt, nach Dragonflight müsst ihr dann, ich weiß jetzt nicht wann genau das ist, irgendwann auch möglich sein, die mit den Sätteln kaufen zu können. Genau, das war es soweit mit dem kleinen Videoguide. Ihr habt jetzt vermutlich noch bis zum Ende der 4. Season Zeit, das ist jetzt nicht mehr lang. Der Pre-Patch wurde angekündigt zum 24. Also ihr habt jetzt noch ein bisschen mehr als eine Woche Zeit. Ich habe aber auf dem PTR nachgeguckt, also auf dem Public Test Stream, der quasi den Pre-Patch beinhaltet. Und auch da wurde das Mount noch angezeigt. Also es kann sein, ne, dass man es auch noch im Pre-Patch erspielen kann. Das kann ich euch aber leider nicht sicher sagen. Auf dem PTR wurde es angezeigt. Im Normalfall, sobald die Season endet, kann man die Season Mounts, also sowohl die PvP als auch im Plus, nicht mehr holen. Aber ja, wenn ihr es unbedingt noch haben wollt, die zwei Mounts, also ihr kriegt, wenn ihr es abschließt, sowohl die Horden als auch die Allianz-Variante, dann solltet ihr das vielleicht jetzt in der nächsten Woche noch in Angriff nehmen. Gut, das war's mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis dahin. Ciao.